In diesem Plenum stehen verschiedene wichtige Punkte auf der Tagesordnung, jetzt Anfang Juli. Aber ein Punkt, der alles überstrahlt, ist die Frage, wird der Landtag nun aufgelöst oder nicht? Wir stehen ganz klar dazu, dass der Antrag zur Auflösung in diesem Plenum gestellt werden muss, eingereicht werden muss, unsere Unterschriften dazu stehen. Und wir wollen die Unterschriften einsammeln heute und während des Plenums auch den Antrag einreichen, damit eben die Auflösung am 19.07. auch beschlossen werden kann. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Einsetzung des Untersuchungsausschusses gegen extremistische Gewaltkriminalität. Das ist uns ein wichtiges Anliegen, weil in den letzten Wochen und Monaten haben sich die Gewalttaten gehäuft, die aus politischen Motiven verübt worden sind. Und wir wollen diese Taten aufklären und dazu haben wir einen Untersuchungsausschuss eingereicht, wo auch von uns Raimund Walk als Innenexperte der entsprechende Vorsitzende werden soll. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist unser Antrag garantiert gut versorgt. Wir wollen Gesundheitsversorgung im ganzen Land sicherstellen. Das hat Corona gezeigt. Zum einen müssen alle Krankenhäuser gesichert werden, aber auch die Ärzteversorgung überall auf Stadt und Land mit Fachärzten, mit Allgemeinmedizinern muss gesichert sein. Dafür haben wir ein riesiges Maßnahmenpaket zur Verfügung gestellt. Und das wird auch in diesem Plenum behandelt werden.